Ja, wir müssen es aber immer noch weiter aufhalten. Ich glaube, die Aufnahme wird langsam richtig lang, oder? Ja. Ich sehe schon mehrere Teile. Ja, das wird richtig lang hier eigentlich. Was ist denn gerade? Ach so, wir müssen die ausschalten. Ich drück mal kurz, ich wechsle mal einfach jetzt meine Waffe. Jetzt will ich wirklich wechseln. Okay, mach das. Soll ich die gleich mitnehmen? Gleich. Was hast? So, ich muss kurz warten. Schild hier. Ich mach den da oben. Okay. Ja, toll. Die da oben wurden alle schon getötet. Dann nehme ich dich nicht mehr mit. Das ist zu Warum spät. nicht? Weil ich jetzt schon weggefahren bin. Mann, ich hab da. Du hast doch. Du hast doch. Manu, Ich du nehme bist dich später noch scheiße. irgendwann mit. Ich weiß, dass ich scheiße bin. So, wo soll ich hinfahren? E wie Emo, F wie Fail oder G wie Gay? Zu Homo müssen sie es bringen. War zum Gay. Unsere Abkürzungen sind toll. Ja. War zum Gaylord. Ich fahr zu. Oh, bei G sind sie auch gerade. Du machst das nicht. Okay, ich fahre. Oh, ich glaube, du machst das nicht. Also, hallo? Ach, wo fahre ich hin? Ich fahr zu Fail. Fail ist mein Liebling. Autsch. Das war schmerzhaft. Ist hier ein Gay los. Gerade? Das ist doof. Jetzt muss ich auch mal los hier. So. Jetzt geht's auf zu Fail. Ich bin auch jetzt bei Fail. Also ich bin jetzt ich wieder mich auf die andere Seite setzen. Nicht mehr Nahkampf. Voll das Gegenteil. Ja, ich kann mit diesem Auto nicht umgehen. What the fuck? Was war das denn? Alter Schwiss. Ja, im Fernkampf bin ich besser, ja. Weiß ich. Im Fernkampf bist du besser. Ja, genau. Vor allem mit dem Fernkampf schon die ja, modifizierbaren Waffen hast. Modifizierbare Waffen. Haben wir auch noch nicht haben erwähnt. Wir noch nicht erwähnt. Nee, wie denn auch. Ja, überhaupt. Wenn man APB spielt, sollte man sich auf eine Waffenart spezialisieren. Weil umso mehr Kills man bekommt, umso bessere Waffen schaltet man frei mit genau. Frei modifizierbaren Modifikationsslots. Es gibt natürlich auch vorgefertigte Waffen, aber das ist meistens nicht genau das, was man will. Rein, also taktisch gesehen gut miteinander ausgeglichen. Ja. Manchmal, ja, manchmal will man sich das halt einfach halt nicht wirklich so an. Man würde gern anders das machen, aber das geht nicht immer. Oh mein Gott, ich krieg hier Besuch. Hier drüben aber. Wo ich glaube, mir du kann denn? Niemand helfen. Nein, ich bin tot. Da. Boah. Nee, nee komm. Mir kann man eh nicht helfen. Dir kann keiner mehr helfen, oh Gott. Los, macht Fail! Los, AVI! Fail ist jetzt hier nicht mach ganz Fail. So gut. Ja, ich finde das lustig, wir haben AVI in unserem Team. Eine Dateiendung. Oh, jetzt bin ich auch bei. Das war knapp. Jetzt bin ich auch beim Fail. AVI hat und mir beim geholfen. Homo, ach so, beim Homo will ich aber gar nicht sein, habe ich festgestellt. Der Homo ist der Abgabepunkt. Nee, bei Homo. Sein Homo? Da ist jemand. Brezel die nieder, brezel die nieder. Wieder gebrezelt. Ja. Oh, ich hab Angst. Ich weiß. Guck mal hinter dir so ein bisschen. Hinter mir. Versuch ich das ist komplett offen. Ich versuche aber gleichzeitig auch auf den Fail okay. zu achten. Okay. Epic Fail. Kommen wieder welche. Was Leute sind? Warum kommen die nicht hier rüber? Warum sind das so viele Leute? Das macht es. Hm, schon gesehen. Ich warte bis er aussteigt. Also, das ist übrigens die größte Noob-Taktik, die es überhaupt geht. Wenn man das Ziel nicht rauskriegt, dann sprengt man es einfach und es spawnt woanders, wo man dann ohne Probleme hingehen kann, so wie jetzt gerade. Ja. Kann da gerade gegen nichts machen. Das ist nicht gut. Shit happens. Zumindest nicht sehr schnell kann ich dagegen was machen. Oh doch, ich kann da eventuell doch was machen. Na super. Das war jetzt ungünstig. Ach, Avi ist ja auch hier. Assi? Nein, nicht der Assi. Avi. Ach, Avi. Sag doch einfach AVI. Sag doch einfach die Datei M. Verstehe ich das wenig. Und man hat sich bedankt. Ja, man kann hier auch in den Chat schreiben. Unglaublich, oder? Unglaublich. Wow, wer hätte das gedacht? Ii. Oh. Was zum Geier war das? Komm her, Junge. Ach, nein! Er hat eine Auger gehabt. Töte, töte,
Was ist denn jetzt hier eigentlich los? Ich muss mal einen Überblick hier gewinnen über Fail. Oh Gott, oh Gott. Man wird uns in den Kommentaren Noob nennen. Ja, die haben auch nicht unseren besten Run gesehen. Ich glaube ja. Den hatten wir. Nee, mal. Nee, unser besten Run hatten wir sonst wann. So 30 Kills oder sowas. Ja. Muss man den Gegner. Die Gegner sind nicht schlecht. Die sind heute richtig gut. Muss alle mit einrechnen. Ja, aber wir schaffen es ja den. Das heißt natürlich auch nur, dass wir auch richtig gut sind, natürlich, ne? Mann. Alter, hör auf uns zu loben. Natürlich ist das nicht gut. Ey, geh weg da drüben. Das ist nicht gut. Ich meine, hallo, guck mal an. Unser ist. Was? Kills 7 plus. Mann. Der Typ probiert immer wieder das Gleiche. Mann, oh. Ich wollte eigentlich warten, bis er aussteigt. Nee. Damit ich auch mal einen Kill mehr kriege. Wieso, wie viel hast du denn? Na, 7. 7, ah, ich hab schon 12. Ich bin der Schlechteste von uns. Ich müsste einen mehr haben. Dann bin ich nicht mehr der Schlechteste. Nein, ich lass mich nicht von dir überfahren. Auf der anderen Seite. Die dunklen Schatten. Hab ich gemerkt. Und jetzt wieder von der Rückseite. Ist aber gesandwiched. Kaputt. Und, wie sieht's aus? Ach, kacke. Oh, er springt F schon wieder. Wieso treffe ich den Typen nicht? Was? Ja. Ah, siehst du, die wissen, dass sie es nicht schaffen können, deswegen sprengen sie das Ziel andauernd. Komplette Taktik. Ja, natürlich. Oh, du hast gerade Probleme, oder? Zu spät! Ah, der Typ hilft dir. Ich wollte doch gerade eine schöne Granate werfen. Zu spät. Weil ich mir dachte, Granaten werfen ist toll, aber... Autsch. Aber es sieht so aus, als wäre das wirklich unsere Hoffnung. Oh, endlich erledigt. Wenn wir gewinnen die Mission. Ja. Entweder machen sie es jetzt so, wie die 25 meisten... 25 Sekunden, das können sie nicht mehr schaffen, zu Homo zu fahren. Oder versuchen wenigstens noch ein paar Kills zu kriegen. Kriegen sie nicht. Sieht aber eher noch aus, wenn sie Kills haben würden. Den Kill will ich haben. Nein, das ist keiner. Okay. Vorbei, vorbei, aus, aus. Und? Das Spiel ist aus. Jetzt ist das Spiel aus. Yes. Ja. Genau. Wer das erkannt hat, schreibt es in die Kommentare. Miancat! Au! Ich wurde abgeknallt. Ich nicht. Ja, das machen die Gegner auch zu gerne als Jubelschrei. Ah. Schießen sie auf einen und demonstrieren damit, hey, ich weiß, das machen doch die Teamkollegen. Das waren unsere Teamkollegen. Gerne selber. Was ist Tolles? Ja, die Meldung im deutschen Chat ist merkwürdig. Da steht gerade, du hast dich selbst getötet. Ich spiele ja immer grundsätzlich die englische Version. Bei mir ist da immer ein Totenkopf und da steht Emo Wolf hinter. Aber bei dir, bei mir steht, du hast dich selbst getötet. Obwohl du dich selbst getötet hast, was soll das? Ja, hab ich doch auch. Ja, bei... Entschuldigung. Was? Entschuldige. Okay, da wir jetzt episch gesiegt haben über unsere Gegner, ja, werden wir bringe ich mich jetzt nochmal selber. Nein, okay, was werden wir? In die Fight Club kurz gehen. Okay, machen wir das. Wir District wechseln mal wieder. Ja, wir District wechseln wieder. Waffe modifizieren. Ja, okay. Weil... Obwohl, warte, halt, ich nehme wieder die Oka, weil okay. Fight Club ist keine... Da ist es generell, wer Fernkampfwaffe hat, hat gleich verloren. Richtig. Zumindest weil wenn du zum Beacon Club... gehst. Ja, weil im Fight Club, ehrlich, Fight Club ist reines Massenmorden. Ja. Ohne Regeln. Ohne Regeln. Es gibt zwar auch einen losen Faden, was man tun soll, meistens hat man dann irgendwie... Beschütze den Punkt oder behalte den Gegenstand oder VIP gibt es nicht mehr da, weil es total sinnlos ist. Oder halt komplettes Deathmatch nur. Wer hat zuerst 200 Punkte? Und das geht relativ zügig bei, wenn der mal voll ist. Ich weiß nicht, wie viele da rein können. Mittlerweile wieder. 24. 24 können mittlerweile wieder rein. Ja. 12, 12. Das ist gut. War ja früher mal anders, da hatten sie es ja mal runtergestellt. Okay, dann wo gehen wir als erstes rein? Beacon. Beacon, ja. Okay, da
können wir da überhaupt auswählen oder sollen wir da einfach als Gruppe beitreten? Ich glaube einfach als Gruppe beitreten. Da müssen wir jetzt nicht großartig irgendwas auswählen. Ja, jetzt kommt wieder der schöne Ladebildschirm. Wie mache ich das eigentlich in meinen Spielen? Wie überrede ich da eigentlich immer Ladebildschirme? Ich weiß es gar nicht. Tja, keine Ahnung. Da labere ich wahrscheinlich irgendwelchen Stuss. Richtig, labern wir Stuss. Gut, dann labern wir über Stuss. Was hast du heute gemacht? Keine Ahnung, mit dir APB gespielt, würde ich sagen. Ja, das ist wahr. Aber du hast was davor gemacht! Ja, was gegessen? Nein. Was? Nein? Ich habe gar nichts getendiert. Jetzt toll! Toll! Wegen dir denke ich jetzt an was irgendwas Ekliges. Nein, du musst an nichts Ekliges denken. Ja toll, das ist seine Schuld. Du bist scheiße! Und wir verlieren hier drinnen. Da ist 11-8. Was soll denn die Kacke? Ja, das steht immer hier oben in der Ecke. Wer es gerade gesehen hat, da steht immer drinne. Ja, was steht da drinne? Ach so, wie viele Enforcer gerade auf der Map sind und wie viele Kriminelle gerade auf der Map sind. Und für uns heißt das gerade hier in dieser Karte oder in dem Distrikt ist es 11-8. Richtig. So, jetzt bin ich auch mal gespawnt, nachdem ich kurz gestört wurde. Oh! Das müssen wir halten. Au! Wurde gleich in der Schrotflinte getötet. Oh, super Theme, super Theme. Brück hat ein cooles Theme. Brück? Ich wurde gerade von Brück getötet und das klang nach Elfenlied. Ja, genau, das ist. Oh, das ist so ein geiles Theme. Ich mag Elfenlied. Elfenlied ist total genial. Fuck. Also, man muss lassen, das Theme war cool, aber die Mission hier, die wir gerade hatten, die zählt nicht, weil die war ja zu Ende, als wir reingekommen sind. Ja, das war ein bisschen hohl. Ja. So, das kriegt man jetzt wahrscheinlich nicht mit, weil Leute das nicht wirklich viel von gesehen haben. Wir sind im Prinzip in Financial und es ist ein abgesperrter Bereich. In einer Baustelle. Die gibt's auch wirklich in Financial, allerdings nicht so ausgebaut. Richtig. Und auch nicht so hoch. Richtig, auch nicht so hoch. Sie ist ein bisschen anders. Komm her, lass dich töten. Komm her, Beifuß. Beifuß! Spaß. So. Sehr gut. So, jetzt haben wir zum und Beispiel... Und das wilde Geballer geht auch schon los. Richtig. Und meistens sind wir relativ stark am Arsch, weil die meisten Leute hier mit Premium-Schrotflinten rumlaufen. Ja. Vor allen Dingen, weil gerade Schrotflinten-Saison ist. Richtig, Schrotflinten-Saison. Nervtöten von Ende. So, ja. Ich habe einen Punkt hier eingenommen. Jo, wo bist du? Ah, ich bin hinter dir. Warte, warte. Ich bin hier gerade mal einfach runtergesprungen. Komm, zeig dir mal was. Halt mir den. Ja, zeig mir das mal ist was ganz, ganz Cooles, wo ich, hinter dir. Wo ich eine Tötungsserie von 20 gekriegt hab. Das ist hier, ne? Das war... Ah, du bist im Prinzip genau an der Stelle hier. Ehrlich? Ich nicht dazu, das gerade zu zeigen. Ja, weil die gerade da die Treppe hochkam und mich niedergeschossen hat anstatt dich. Aber das ist irgendwie immer so. Kommt ein Gegner an und wir stehen gleich weit von ihm weg, obwohl es kam auch schon mal vor, dass du genau vor dem Gegner standst und ich 20 Meter weit weg und wer wird natürlich abgeballert? Ich. Und ich versteh's nicht, was die Gegner gegen Emos haben immer, ey. Mann, ich hasse euch, ihr seid scheiße. Diskriminierung. Eigentlich würde ich dir an dieser tollen Ecke nur zeigen, dass du einmal in die untere Etage sehen kannst, also vor die Treppe hinführt, und du dich hinter der Ecke so verstecken kannst, dass sie dich nicht sehen. Und dann kannst du immer hin und her wechseln, also du musst immer um diese Ecke gehen, wenn die gerade im nicht sichtbaren Bereich sind. Und dann wissen die nicht, dass du da bist und kannst sie immer abknallen. Immer und immer wieder. Und das funktioniert auch immer und immer wieder. Das ist ja jemand kommt von der Rückseite. Au, ich hab jetzt Probleme. Fuck. Ja. Da kamen gerade drei Leute mit der Schrotflinte mir entgegen. Was glaubst du, was passiert ist? Ich hab alle abgeballert, natürlich. Natürlich. Hey. Ja, wie man sieht, also ich bin nicht wirklich so Fight Club trainiert. Ich auch nicht. Ich hab lange kein Fight Club mehr gemacht, aber du hast wesentlich mehr Kills schon als ich. Du hast. Ich hab 2. Naja, und ich hab 0. Das ist schon wesentlich mehr. Ach, das ist auch relativ schwierig hier. Ja gut, hier ist wirklich reines Schießen. Allen, weil der Fight Club absolut nicht ausgeglichen ist. Im normalen Missionsdistrikt wird es ja wenigstens... Autsch. Also was hier geht. Wird es wenigstens doch so gemacht, dass die Teams relativ gleich stark sind. Aber hier ist das... Scheiß auf Matchmaking! Hast du denn schon mal, dass da 12 Gegner sind? Alles Goldgegner, alles so. Und dein eigenes Team besteht bloß aus Silber und bist du 6 Leute. Das interessiert mich ein bisschen, wie das denn los. Das war nicht immer so. Ja, ich nicht weiß immer. Nicht, warum sie es geändert haben. Also früher war das noch besser. Autsch.
Gott, wir sind ja gerade voll am Arsch. Ja, das sind drei Leute mehr, oder? Drei Leute mehr und die sind alle Gold. Okay, wir sind auch fast alle Gold, aber... Naja, ein Silber, aber der Rest alles Gold. Boah, es sind heftig. Einfach zu wenig Leute drin. Das ist ja das Problem. Deswegen werden wir ja ein bisschen ganze Zeit abgeknallt. Also ich bin froh, dass ich schon mal gerade einen Kill gehabt habe. Das fand ich ganz schön. Voll der Hacker. Oh ja, voll Hacker. Voll Wallhacker. Ja, hier gibt's auch Hacker, muss man leider sagen. Das Negative des Spiels. Es gibt hier echt... Ja. Au! Voll eine Granate gelaufen. Ja, das tut weh. Au! Den hab ich nicht gesehen. Das war Divge. Was hat Divge für eine Waffe? Divge. Oh Gott, wir haben jetzt 12 Gegner. Oh, das wird ja immer schlimmer. Vor allem, keiner kommt bei uns dazu. Ja, weil die Kriminellen schon keinen Bock mehr haben. Ja, wundert mich aber auch nicht. Ja, sowas von am Arsch, also. Wie gesagt, hier kann man nicht so viel mehr erreichen. Ich habe wieder eine Unterstützung gemacht, aber bin dafür draufgegangen. Ah, naja, also vom Fight Club müssen wir wirklich nicht so viel zeigen. Weil wir sind echt gerade unterlegen. Aber richtig sind wir unterlegen. Hey, ich bin wenigstens bei dir. Vielleicht schaffen wir ja was zu zweit. Finden wir es raus. Müssen wir hinterherlaufen. Ich laufe dir jetzt hinterher. Oh. Ich bin wie ein Hund. Ah, da drüben ist jemand irgendwo gewesen. Ja, ich sehe das schon. Über uns ist auch jemand. Oh, wie schießt denn hier? Oh. Ich weiß nicht. Ich habe bestimmt immer mehr Sachen nicht drüben. Nee, und ich habe nur noch eine Oka, damit kann ich eh nicht viel ausmachen. Autsch. Was war das? Ah, hinter uns! Der konnte sich wohl kein O leisten. Der wollte sich bestimmt Owner nennen und hat sich stattdessen Peo Wolner genannt. Sehr interessant, aber wenigstens nur noch eine Minute. Dann müssen wir es nicht mehr. Richtig. So viele Qualen hier erleiden müsst ihr nicht mehr. Ich finde, wir sollten mal eben ganz schnell zu Social wechseln. Ja, dann können wir den Social gleich nochmal ein bisschen zeigen. Hätten wir vielleicht am Anfang tun sollen. Oh, ich hab noch einen Kill! Oh, du Cheater! Ja, ich weiß! Ich bin voll krass, ja! Eindeutig Aimbot. Ja, ist wirklich. Aimbot mit der... Oh, das erinnert mich an die einen Leute. Zweier-Team hatten Chance, glaube ich. Und waren aber total auf Aimbot. Aber richtig. Weil mit der Shaw, wenn man da schießt, die müsste eigentlich total streuen. Also richtig doll streuen. Maschinengewehr. Die haben ehrlich mit jedem Schuss getroffen. Ja, innerhalb von Sekunden tot. Nicht mal eine Sekunde. Ja. Nicht mal ein... Oh, ich habe schon wieder jemanden getötet. Ja, das merke jetzt, dass ich. Also langsam bin ich wahrscheinlich wirklich ein Hacker. Oh, hold for objectives. Oh ja, yeah, wir können Overtime erklären. Das gab's ja hier noch nie. Obwohl ich gerade tot bin, kannst du das ja mal erklären. Ich bin gerade tot. Overtime. Overtime kann ich erklären, wenn ich vielleicht überlebe. Was nicht der Fall ist. Doch, ich habe ihn umgelegt. Overtime. Wenn das Team, was im Rückstand liegt, es hinkriegt, die einen Großteil der Punkte für sich einzunehmen, wenn die Zeit abläuft. Dann läuft die Mission so lange weiter, bis das Team, was den Vorteil hatte, die Punkte wieder eingenommen hat. Also heißt, wir müssen jetzt 2 Punkte maximal halten, damit die Mission für uns entschieden wird. Wenn wir dann 1 Punkt mehr haben als die Gegner da oben gerade, also die haben gerade 377, müssen wir jetzt 378 maximal kriegen. Oder minimal. Aber ich glaube, wir verlieren gerade den Punkt C, oder? Könnte sein, ich weiß es nicht. Ich bin hier gerade ziemlich alleine im Punkt Arsch, oder? Obwohl, wir holen uns wieder Punkt B. Was ist ein B bei uns? Haben wir schon was für B? Außer Blödmann. B, Biatch immer noch. Naja gut, okay. Dann nehmen wir die Biatch dafür immer noch. Klar, jetzt gehen wir die Biatch besuchen. Ja, gehen wir. Was ist los hier? Los, Biatch! Werde ich mal die Biatch bewachen. Let's Awesomeness ein. Übrigens, wer die Andeutung von Biatch kennt, der ist gut. Der darf uns alles einen Daumen hoch geben. Nein. Doch, sicher. Ja, ja doch, der darf. Ist noch nicht so allzu alt. Und hat lustigerweise sogar was mit GTA zu tun. Ja, ach, richtig. Passt sogar. Wir haben gerade... Was?
Wir haben gerade Kelshin verloren. Kelshin? Ja, wir haben 10 verloren. Ja, nee, ihr habt nicht mich verloren. Das kann ich nicht verloren. Ja, nee, dich haben wir nicht verloren. Du, dich haben wir noch. Ja, ich lebe merkwürdigerweise sogar noch. Boah, Cheater! Health Hack! Oh, schon wieder ein Kill. Oh, was ist denn jetzt los? Cheater! Oh, das schaffen wir vielleicht noch. Ja, ernsthaft. Also, wir nehmen hier immer wieder ein paar Punkte ein. Dadurch kriegen wir immer wieder... Also, je mehr Punkte wir haben, desto mehr kriegen wir ja. Schöne ist auch, die kriegen nicht mehr. Wirklich. Ja. Das ist das Gute gerade. Oh, scheiße, zu killen, glaube ich. Nein! Ach, nö. Schade. Sie hat es geschafft, den Punkt einzunehmen. Und auf dich wurde gerade Kopfgeld ausgesetzt. Das finde ich jetzt aber nicht so gut. Wo bist du? Komm her. Keine Ahnung, ich spring runter. Ich will nicht, dass ich den Kopfgeld kriege. Ja, warte. Hier, ich bin in der Nähe. Wo bist du denn? Hier. Komm mich um. Yeah, ich habe Kopfgeld für dich kassiert. Richtig. Das machen wir übrigens ständig. Ja, dadurch kriegt man einfach mal grandiose 600 Dollar. So, wechsel jetzt meine ganze Gruppe schnell rüber zum Social. Ja. Rüber. Wechsel. Oh, pass auf, wir haben einen Typen drinne. Distrikt Social als Gruppe beitreten.